Guck mal das, was wir besitzen, meine liebe Brüder. Also ich mag deine Jacke. Guckt mal und da zeigt Allah subhanahu wa ta'ala seine Macht. Wir haben verschiedene Wasser und Flüssigkeiten in unserem Körper. Die Flüssigkeit in der Auge ist salzig. Die Flüssigkeit in den Ohren ist bitter. Die Flüssigkeit in den Mund ist süß. Und alles kommt von einem Ort, das ist Gehirn. Nein, Ohrenschmalz kommt nicht aus dem Gehirn. Wer hat das alles gemacht? Wer hat das alles gemacht? Wir haben verschiedene Haare in unserem Körper. Haare in den Augenbrauen, Haare in den Wimpern, Haare auf der Bart für Männer und Moustache auf den Lippenbart, Schnurrbart und Haare in den Achsen und im Keuschheitsbereich. Und manche kriegen Haare auch hier im Brustbereich und auch in den Beinen und in den Armen. Ich hab's kapiert, du rasierst dir nicht den Sack. Komm zum Punkt. Jeder hat einen Befehl, vorprogrammiert von Allah subhanahu wa ta'ala, damit er seine Macht zeigt. Super, der Punkt. Wie zeigt Allah seine Macht? Diese Haare. Was? Wallahi, wenn sie weiter wachsen, da können wir nicht mehr was sehen können. Dann machst du immer so und läufst du immer, die ganze Zeit bestrafst du dich. Ja, dann musst du immer deine Haare nach oben. Subhanallah, Allah Ta'ala gibt ihnen einen Maßstab und nicht mehr. Also die Länge der Augenbrauen ist der eindeutige, mega ultra super Beweis für Allah. Du bist der dümmste, hirnloseste, dämlich... Stopp! Was? Und hier, diese Haare. Du dämlicher Vollidiot. Wenn ich dich in die Finger kriege, dann... Stopp! Was willst du schon wieder? Diese Reaktionszeit von den Augen, wenn etwas dich angreift in deinen Augen, in Mikrosekunden machst du zu. Ja, das verdanken wir der Evolution. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Augen hier nicht auf der Fläche, auf derselben Fläche gemacht, sondern ein bisschen rein? Evolution. Aber hat Allah subhanahu wa ta'ala dir zwei starke Knochen, nicht irgendein Knochen. Hier, die stärksten Knochen. Ja, das ist Evolution. Evolution. Science, motherfucker. Do you speak it? لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Das war jetzt nicht Science, oder? Was hast du gerade gesagt? Wir haben den Mensch in der besten Gestalt erschaffen. Nein, das war die Evolution. Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich rede? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك يا أوم. War das eine Antwort oder hast du mir gerade den Weg zu den Herrentoiletten erklärt? Oh du Mensch, was hat dich gegenüber deinen Herren getäuscht, dass du in die Irre gehst? Dein Herr, der dich erschaffen hat, der dich in besten Gestalt gestalten hat, warum gehst du und verleugnest du ihn? Und bist du undankbar ihm gegenüber? Okay, ich erkläre es dir noch einmal ganz einfach. Die schnelle Reaktionszeit, die starken Schutzknochen um die Augenhöhlen herum und die in den Schädel hinein verlagerten Augenhöhlen sind allesamt evolutionäre Vorteile, weil sie die Augen, eines der wichtigsten Sinnesorgane überhaupt, beschützen. Also sind alle, die Augen zu weit außen haben oder keinen Schutzknochen drum hatten, oder die total langsam reagieren, über die Jahrhunderte und Jahrtausende ausgestorben. Deren Gene wurden nicht weitergegeben. Ist das jetzt angekommen oder hast du noch andere tolle Argumente für die Schöpfung? Guckt mal, auch die Haare von dem Bart. Noch nicht schon wieder. Wie eine Schönheit eines Mannes, dass er einen Bart trägt. Ich wusste nicht, dass du in die Richtung schwingst, aber ja, Männer mit Bart sind sexy. Bart gehört zu einem Mann. Ah, du stehst auf haarige Männer. Jetzt macht das ganze Gerede von Haaren mehr Sinn. Guckst mal auch die Haare von dem Kopf. Ja, die sind auch, also, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nah, aber du hast schöne Haare. Ich weiß, du und deine Brüder habt eigentlich was gegen Schwule, aber... Das ist einfach ein Marketing. Ja, wenn das so ist, hättest du vielleicht ein wenig Lust und Zeit zu... Du weißt schon, Knickknack und so. Ja? Dann gibt es ja doch noch ein Happy End.